So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Secret of Mana im Hard Mode. Ihr wisst das ja, ich habe es ja schon häufiger gesagt. Ich brauche das nicht jedes Mal ankündigen. Mit Sirius Delta und meiner Wenigkeit. Falsch. Birius Delta. Im nächsten Part werde ich mir erstmal einen Red Bull holen. Naja. Wir sind direkt auf dem Weg zum Schicksalsberg. Da sollten wir hin. Und jetzt müssen wir den quasi nur noch finden. Hier ist er schon mal nicht. Aber ich wollte euch mal die Landschaft zeigen. Da wir jetzt mit Lufti fliegen können. Wir können auch hier eigentlich Dingelchen holen. Ja, genau. Pass auf, dann machen wir das zuerst. Da hast du eine gute Idee gehabt. Aber soll auch mal vorkommen. Auch ein blindes Huhn trinkt mal ein Korn. Oder Doppelkorn so bitte, ja. Von mir aus auch das. Mindestens. So. Jetzt müsstest du nur noch Ahnung haben, wo das Ding ist. Es ist ja nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Ich bin nur ein wenig orientierungslos. Das bist du häufiger. Aber guck mal, den Schicksalsberg habe ich schon gefunden. Ah, das muss doch hier in der Nähe sein, oder? Irgendwo im Wasser ist dieses Inselchen, ja. Ich sehe schon. Ich glaube, ich fliege die ganze Zeit irgendwie ganz knapp dran vorbei. Und ich kriege nachher Kommentare wie, ach, du bist da 24 Mal vorbeigeflogen. Und ich werde sagen, stimmt. Nein. Hier? Nein. Nein. Ja, machen wir halt ein Video. Da. Was? Wo? Da unten, oder? Nein, das ist die nicht. Das ist ein Leuchtturm. Hätte man aber auch vorbeigucken können. Ja, das können wir immer noch machen. Wenn wir das Dingelchen irgendwann in den nächsten 10 Minuten hier vielleicht gefunden haben. Ja, diesen lilanen Kontinent. Versuch's doch mal mit der Karte. Da, guck mal, wer braucht eine Karte? Karte. Wer braucht eine Karte? Leute, die 5 Minuten rumfliegen. Moment, es waren eigentlich nur 2. Und ich gehe ins falsche Haus einfach rein. Oh. So. Leute, hier ist die Dingelcheninsel. Da waren wir richtig schon, ne? Was ein Dingelchen ist, das werden wir gleich sehen. Und wofür wir es brauchen, werden wir auch sehen. Oh, diese Langeweile. Auf dieser Insel gibt's nichts. Außer vielleicht diesem Dingelchen. Sag bloß, du möchtest echt ein Dingelchen haben. Echt? Hier hast du es. Ein Dingelchen erhalten. Hurra! Was auch immer ein Dingelchen ist. Das ist ein klarer Fall für Galileo Mystery. Jau. So, und was machen wir mit einem Dingelchen? Was würdet ihr machen, wenn ihr ein Dingelchen habt? Hör ich dich, in die Wüste fliegen. Das ist doch naheliegend. Natürlich. So. Ja. Und hier? Was soll das sein, König Omar? Ein Dingelchen? Beim Barte des Propheten, du hast ein Dingelchen mitgebracht. So was machen wir. Blub. Wasser! Wir haben endlich wieder Wasser! Endlich! Zum Dank schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Zapplergürtel erhalten. Richtig. So, jetzt können wir uns in, Safir so immer so schön sagt, in Schweinchen verwandeln. Hier, ich demonstriere es mal. Ja, natürlich, an mir, an wem sonst. Ja, wir können es aber noch ein wenig explizieren, weil guck mal so, siehst du endlich mal gut aus. Du bist mal wieder sehr freundlich. Ach ja, es ist doch irgendwo eine Hassliebe, oder nicht? Ja, ich denke auch. So. Wobei der Hass überwiegt. Nein, das glaube ich nicht. So, damit haben wir... Glaubst du? ...ein Dingelchen gefunden, ein Zapplergürtel. Ja, genau. Und können uns jetzt wieder 2 Minuten lang verfliegen, bis wir den Schicksalsberg gefunden. Guck mal, ich hab die Dingelcheninsel. Da war die Dingelcheninsel. So schnell hätte es gehen können. Ja, so, nein. Hier, guck mal, schau mal an. So, da müssen wir hin, okay. Mhm, alles klar. So, hier. Hier wollen wir hin. So. Wie ihr vielleicht unschwer erkennt, wir haben gelevelt und das nicht ohne Grund. Moment. Ja. Die Gegner hier, als wir das erste Mal getestet haben, beziehungsweise wir haben hier gelevelt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Er hat demonstriert, wir ziehen den Gegner mit unter 0 bis 15 ab. Das ist jetzt nicht so viel. Und ich wette, ich krieg eine Traumtulpe ab. Egal. Am besten gehen wir wirklich in einem
durch. Dann haben wir auch noch was fürs Video, das irgendwie Sinn. Alter! Der Klassiker. Ja, ich, was ist das, hallo? Was zum Geier? Was ist das denn, ne? Ja, wirklich. Level 51 und wir ziehen den Gegner, die hier sind, wahrscheinlich 28 Level unter uns. 11. 18. Traumtuppe. Nacht, Daniel. Nacht. Ja, genau. Ja, bam. Ja, genau. 62 und 0. Mhm. Ach komm, weiter. Lass diese scheiß Pflanze in Ruhe. Ich krieg hier noch einen Affen. Dann levelst du bis zum Umfall und bis zum geht nicht mehr. Und was ist der Dank? 12, 11, 7. Nee. Ja, das ist meine Zählweise. Schnell, 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 ich kriege eine Traumtulpe ab. Ja, das könnte vielleicht... Ja, du musst... Genau. Eine Napalmwespe, die scheinbar keinen Damage nehmen möchte. So. Mhm. Und hier sind wir. Im Schicksalsberg auf der Spitze. Und ein Papagei oder eine Mischung aus Papagei und Frosch. Verschwindet, der Meister ist nicht da. Wo ist er denn? Meister Luna ist in Nachtpalast gegangen. Er ist nicht weit von hier. Oh, ja. Ja. Der wiederholt okay. sich. Der ist ja. nicht sehr, ja. Er hat einfach nur vergessen, dass er schon mal gesagt hat. Wahrscheinlich. So, in den Nachtpalast. Damit haben wir unseren ersten Anhaltspunkt. Der Nachtpalast ist auch nicht wirklich weit von hier entfernt. Wenn ich so auf die Uhr... Ja, wohlbar. Wir sind auch quasi schon dran vorbeigegangen, aber es kann nicht schaden, wenn wir vorher noch eine Runde schlafen gehen. Und das machen wir hier in... Na, wie heißt die Stadt? Destinea. Verstehe ich. Destinea. Wir haben sollte das jetzt ein Test sein, ob ich das Spiel kenne oder was? Selbstverständlich. Nichts anderes. Ja. Wir okay. haben uns auch... Ja, wie man sieht, wir haben auch genug Geld gefarmt. Ich will ja nichts sagen, aber ich kenne das Spiel wenigstens, im Gegensatz zu dir, was Zelda anbelangt. Zelda ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Trotzdem hast du keine Ahnung von dem Spiel. Und meinst hier demonstrieren zu müssen, wie gut du das Spiel kannst in deinem LP und dann kommt nichts bei rum. Das ist echt beschämend, würde ich es nennen. Niemals, nein, niemals. Auf keinen Fall. Aber hallo. So, Coneheads wohnen hier, allem Anschein nach. Ja. So, ich krieg eine Traumtulpe ab. Vielleicht auch nicht, wenn wir uns beeilen. Nö, ich krieg sie doch ab. Und du auch. Cool. So, Energie so, genau. Ja, sie muss uns auch genau vor dem Nachtpalast aufhalten. So, hier ist der Nachtpalast. Und nirgendwo anders. Moment, ich wechsle gerade wieder auf meine Lanze. Genau, so. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Dingsen. So, hier können wir mal killen. Da ist nichts drinnen, das kann ich dir sagen. Glaube ich auf jeden Fall, da ist nämlich... kann ich dir sagen, glaube ich. Sehr gut. Ja, genau. Das ist nämlich nur ein Ritter auf der linken Seite. So, hier bräuchte meine Axt. Das hat ja die gute Frau hier. Ich weiß nicht, von da hoch, runter. Hier war da oben. Okay, gehen wir runter. Kannst du sowas bitte unterlassen? Ja, während ich aufnehme, ne? Frechheit eigentlich. Ja. So, was macht man eigentlich nur, wenn man nicht gerade aufnimmt? So, hier lang. Das sieht doch gut aus. Da kann man auf jeden Fall ein Ding, womit wir uns festhalten können. Mit der Peitsche rüberschwingen. Okay, jetzt sind wir hier, wieder im Eingangsbereich. Machen wir hier mal einen Schalter auf. So, gehen wir da runter. Oder vielleicht erstmal nach oben. Ja, geh mal rein. Schaden kann es nie. Ja. Wir haben übrigens auch die Orbs nachgeholt, die wir versehentlich vergessen haben. Ja, das haben wir wohl gemacht. Also, genau, genau. So. Na komm. Halt dich nicht in einer Fledermaus auf. Nachher bist du wieder tot und dann ärgerst du dich. Verwechsel jetzt mal bitte nicht dich mit mir. Dich mit mich, ja. Jetzt, der lässt mich nicht vorbei. So. Alles klar. Ich glaube, wir sind jetzt genau einmal im Kreis gegangen. Sind wir, ja. Ja, gut. Okay, hier ist auch nichts. Wollten wir auch mal gezeigt haben. Das heißt, wir können auch gleich schon wieder einen Schnitt machen. Wenn die Alte sich entscheidet, mitzukommen. Ja, du kannst dann... Weißt du, sie findet den Weg nicht. Versucht aber damit der Axt das Treppengeländer kaputt zu schlagen. Boah.
Warum auch nicht? GGGG. So, wo sind wir hier? Hier sind Klatscher oder Grabscher oder irgendwas. Klatscher, glaube ich, heißen die ja. Ja, noch dürfen es. Fick dich! Na! So. Ja, ich. Schon wieder? Ja, wir machen hier mal gerade einen Schnitt. Wir sind eh am Ende. Moment. Nein, ich lasse die mal gehen. Wir machen hier gerade einen Schnitt und sagen bis gleich. Bis gleich.